Und in dieser Runde spielen beide Teams gleichzeitig, also Team Blau gegen Team Rot. Und das hier sind eure Kandidaten. Das sind Matthias, Francine, Alexander, Stefan, Andrea und Blanka. Und das Spiel heißt Sänger oder Hochstapler, die Rock Edition. Also Sängerin oder Hochstaplerin. Ihr habt Schilder, die ihr aufstellen könnt, auf denen dann steht, was ihr meint, was diese Person ist. Und wir gehen direkt zu unserer Nummer 1. Und ihr müsst mir sagen, ist Matthias ein Sänger oder ein Hochstapler? Woran macht ihr das fest? Ich habe mich zuerst erschrocken. Ich dachte beim ersten Moment, als das Licht angeht, wäre der Wendler. Also Hochstapler. Nein, er hat Angst, dass es der Wendler ist. Und jetzt, wo er das sagt, habe ich auch schon wieder Angst. Aber ist er ja nicht. 3, 2, 1. Ihr sagt, beide Teams sagen Hochstapler, Team Blau und Team Rot. Ihr sagt, Matthias sieht aus wie der Wendler, dann muss er ein Hochstapler sein. Aber vielleicht ist Matthias ja auch ein Sänger. Er singt von Metallica Enter Sandman. Hast du richtig drin, Matthias. Tolle Performance, vielen Dank. Toller Sänger. Also haben singt wir gewonnen. In einer Metallica Tribute Band. Keine Punkte weder für Team Rot noch für Team Blau. Vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter. Und wollen natürlich wissen, was ist Francine? Ist Francine eine Hochstaplerin oder eine Sängerin? Ihr habt euch beide schon entschieden. Team Blau ist ready, Team Rot ebenfalls. 3, 2, 1, bitteschön. Ihr sagt, sie ist eine Hochstaplerin. Francine sieht toll aus, aber sie hat leider nicht die Stimme, um zu performen. Billy Idol, White Wedding. Vielen herzlichen Dank. Erstmal ganz toll. Also die, die singen können, dass sie singen wollen, ist super. Aber Francine, dass du singst und dann auch noch so. Trotzdem Respekt. Also vielen Dank. Ganz toll. Punkte gibt es für Team Rot und Team Blau. Die Nummer 3, das ist der Alexander. Guckt ihn euch an. Ist Alexander ein Sänger? Oder ist er ein Hochstapler? Ist er eigentlich Apotheker? Oder Metzger? Team Rot hat sich entschieden. Ja. Team Blau ebenfalls. 3, 2, 1. Ihr sagt beide. Wie sollen wir denn so an den vorbeiziehen? Ihr sagt beide, er ist Sänger. Dann wollen wir das mal testen. Finden wir die Stimme von Alexander Allegal? Kann er singen? Ja. Ja oder nein? Das ist deine Bühne. You Shook Me All Night Long von AC/DC. She was one of a kind.
Wow! Alexander, seit über 30 Jahren Sänger einer AC/DC-Coverband. Mega. Respekt! Mega! Wow! Oh, das ist einfach. Es geht ja tatsächlich das Gerücht rum, dass sie dich nachmachen mittlerweile. Also unglaublich. Hammer. Hammer. Irre. Ach, mega. Die Rock Edition, das ist genau meine Musik. Ich liebe es. Schön. Beide recht gehabt. 3 Punkte gibt es jeweils. Wir kommen zu Stefan. Okay. Schaut euch Stefan an. Bei dem ist es eindeutig. Oh. Pass auf. Ja? Gut, ihr diskutiert noch und ihr entscheidet euch in 3, 2, 1 Sekunde. Ihr sagt beide, er ist ein Hochstapler. Geht Stefan auf meinen Kopf ist ein Hochstapler. Nee, ihr seid doch im Kopf zusammen. Und sollte er das wirklich sein? Wir horchen einfach mal rein. Er singt von Bon Jovi, Living on a Prayer. Allergrößten Respekt. Aber jetzt mal ohne Spaß, es wurde von Sekunde zu Sekunde besser. Ja, hat er gut gemacht. Gut also, gemacht. Living on a Prayer ist mein All-Time-Favorite-Song. All-Time-Favorite-Song. Geil. Aber ich hätte ihn gerne von Alexander gesungen gehört und nicht von Stefan. Aber das ist egal, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Genauso klinge ich auch. Genauso klinge ich auch. Super. Es gibt wieder Punkte. 9-9. Und wir haben Andrea noch bei uns. Die Andrea, guckt sie euch an. Ist Andrea eine Sängerin oder eine Hochstaplerin? Ihr diskutiert noch. Team Rot, Team Blau. Seid ihr euch sicher? In 3, 2, 1. Bitteschön. Oh! Ah. Oh. Chris und Verona sagen Sängerin. Ralf und Vivi sagen, sie ist eine Hochstaplerin, die Andrea. Hochstaplerin? Und sie singt von Joan Jett, I love rock and roll. Bitte. Woo, come on! Ja, 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 ja. Woo! Bitte. He was with me. Well, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. He's gonna take me home. Well, we could be alone. That's what moving on. Now he was with me, yeah, me. Well, that's what moving on. Now he was with me. Toll, danke dir. Sehr schön. Das Interessante ist, Andrea bezeichnet sich selbst als die langweiligste Rocksängerin der Welt, Vegetarierin, Nichtraucherin und du liebst stilles Wasser. Aber die richtige Stimme. Aber die richtige Stimme hat sie. Ja, die richtige Stimme. Andrea. Wenn du jetzt noch rauchen würdest, was da möglich wäre. 3 Punkte für Team Blau, keine Punkte für Team Rot. Willkommen zu Blanka. Ist Blanka eine Sängerin oder eine Hochstaplerin?
Ihr müsst euch entscheiden, Chris und Verona und Bibi und Ralf. Die Finte, ich glaube, ihr kriegt habt ihr euch entschieden? Seid ihr euch sicher? Noch nicht. Was denn? Nein, nein, nein. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht. Ist Blanka eine Sängerin oder eine Hochstaplerin? Nein, Sänger. Nein? Wer ist nein? Nein, nein. Wer ist ja? Ja. Was ist denn so wer ist fürs mir scheißegal? Chris und Verona, ihr habt euch entschieden? 3, 2, 1, los! Ah, du hast das Chris und Verona sagen, Blanka ist eine Sängerin. Bibi und Ralf sagen, sie ist eine Hochstaplerin. Blanka, komm bitte nach vorne zum Mikrofon. Die kann singen, das sieht man doch. Ja, von Anfang an gesagt. Und? Ja. You Somebody von Kings of Leon. Someone like you and all you know and how you speak. And countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Und wieder 3 Punkte für Team Blau, keine für Team Rot. Und ich kann nur eins sagen, der Vorsprung schwindet. 38-41. Vielen Dank, viel Erfolg für alles, was ihr macht. Danke fürs Mitmachen und danke fürs Singen. Tschüss. Geil. So, dann haben wir jetzt mal abgeholt.